在谈政治性干扰什么的，两年的来政治的战，可不能战，然后跟你们聊成功了，他是来不了，我只想要看到说，你知道你的方案还在Ich bin jetzt bei Rückreise überrascht. Sie wussten, dass man in der Branche und auch in der Politik grinst, nicht der Urlaubsverlerner zu sein, die Deutschen so zurückhaltend. Mit dem Auto wegfahren oder in Deutschland sehr noch spontan entscheiden, wohin sie sich den Sommerurlaub am besten aus. Aber auch bei Rückreisen hat sich ein Hotspot, die überall werden und Pest für die Rückreise eingespielt. Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland ist den dritten Tag in Folge leicht gestiegen. Laut RKI liegt sie heute bei 5,5. Gestern gab es den Wert von 5,2. Die Pandemie hat den ohnehin angespannten Ausbildungsmarkt in diesem Jahr weiter verschärft. Nach Angaben der Arbeitsagentur sind einen Monat vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres noch fast die Hälfte der 470.000 Lehrstellen nicht besetzt. Und obwohl es deutlich weniger Bewerber als Ausbildungsplätze gibt, haben rund 160.000 junge Menschen noch keinen gefunden. Die Behörde führt das unter anderem darauf zurück, dass aufgrund von Corona keine Ausbildungsmessen und Berufsberatungen stattgefunden haben. Vor allem das Handwerk, der Gesundheits- und der Verkehrsbereich suchen noch dringend Auszubildende. Am letzten Schultag vor den Ferien ist in Österreich ein Zug mit Dutzenden Kindern und Jugendlichen an Bord entgleist und in einen Fluss gestürzt. Dabei wurden 17 Menschen verletzt. Der Unfall ereignete sich im Salzburger Land. Die Kinder waren eigentlich auf dem Weg in ihre Schulen, um ihre Zeugnisse abzuholen. Aber kurz nach 7 ist der Zug rund einige Meter eine Böschung runtergestürzt und dann auf die Seite gekippt im Flussbett gelandet. Der Zugführer hat dann sofort begonnen, die Passagiere zu befreien. Auf derzeitigem Stand gab es keine Schwerverletzten, aber 17 Passagiere wurden leicht verletzt und einige wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Warum der Zug entgleist, ist noch nicht klar, aber die Einsatzkräfte vor Ort gehen davon aus, dass die Schienen nach einem Unwetter mit Wurzeln oder ähnlichem blockiert waren. Aus Wien, Albert Gottlieb. RTL aktuell, immer 10 Minuten früher auf den Punkt informiert. Live und das Saarland. Heute wechseln sich Sonne und dichte Wolken immer wieder mal ab und bis auf ein paar wenige örtliche kurze Schauer bleibt es auch meist trocken. Bei uns werden um die 21 bis 24 Grad. In der Nacht werden die Wolken dann immer kleiner, es lockert auf und bleibt weiterhin trocken. Dabei gehen die Temperaturen aber nochmal runter auf 14 bis 9 Grad. Und morgen starten wir erstmal sonnig in den Tag. Im Laufe des Tages ziehen dann aber dichte Wolken in die Großregion und am Abend kann es erneut zu Schauern oder Gewittern kommen. Das Ganze bei uns werden um die 20 bis 25 Grad. Und jetzt ist der RBL-Verkehrsreport. Ippelsburg stand an der Montede-Klausen in Richtung Bockfelsen. Eigentlich ein Lastwagen im Tunnel fest. Die Straße ist momentan blockiert. Wer sich auskennt, sollte die Straße weiträumig umfahren. Auf der A18 in Richtung Neunkirchen zwischen Schwalm und Schwarzenhäusen und Heusweiler kommt es wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen zu Behinderungen. Dort haben wir öfter mal stockenden Verkehr. Den kompletten Verkehrsservice gibt es auch aktuell auf rtlradio.de. Kommt gut und sicher. Das RTL-Wochenende. Wir sind Fahrer und Motor und wir hören uns am Samstag von 8 bis 10. 34 Grad, Sonnenfuhr, Regen und Spargelwalz nach Deutschland. Mit einem fetten neuen Anwärter auf den Sommerhit 2021 und Druckfeder auf den neuen Alba Rosso Lehralbum. Was da los ist, hört man in der Show. Außerdem mit dabei 4 Neuansteiger und eine richtig gute Neuauflage von der Neue. Von Anastasia, welcher Kölner DJ das Ding gelauncht hat, checken wir am Sonntag um 14 Uhr. RTL Top 40 mit mir. Das RTL Wochenende auf Deutschlands Radio. Diese Tür führt Ihr Business zum Erfolg. Der neue Kangoo Rapide bietet Ihnen dank der seitlichen Schiebetür Open Sesame bei Renault mit 1,45 Meter die breiteste Seitenöffnung auf dem Markt. Der neue Renault Kangoo Rapide, offen für Großes.